Hey, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch eigene Welten erstellen könnt. Dafür machen wir es einfach so, wir geben unseren Comment ein, /worlds, create, nennen wir es halt Test X. Damit wird die Welt erstellt, wir kriegen einmal die Ausgabe, die Welt wird nun erstellt. Im Hintergrund erstellt jetzt unser Server die Welt. Wir müssen einmal einen kleinen Augenblick warten, während die Welt erstellt wird. Und gleich kriegen wir eine Nachricht, dass die Welt erstellt wurde und wir können uns dann dahin teleportieren. Und das sollte genau jetzt der Fall sein. Jetzt geben wir einfach ein /worlds, tp, test x und wir können auf die entsprechende Welt gehen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. So, nun möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Dazu müssen wir uns einmal anfangen, einen Comment zu erstellen. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie diese Basis hier aufgebaut ist, habe ich jetzt einfach unten einmal einen Link zu einem GitHub-Repository gepackt. Dort ist einmal die komplette Basis online verfügbar. Für die Leute, die dann sozusagen diese Basis brauchen, die können dann einfach eben kurz das da sich einmal runterziehen bzw. sich einmal anschauen und entsprechend danach programmieren bzw. bei sich integrieren. So, nun müssen wir einmal zu den Comments. Hier machen wir einen neuen Comment, nämlich ein World Comment. Den nennen wir auch World Comment. So. Und der implementiert natürlich den Comment Executor, also implements Comment Executor. So. Dann müssen wir halt die Standardmethoden hinzufügen. Für die Leute, die noch keinen Comment Executor kennen, einmal oben in der Infokarte erkläre ich euch dann, wie ihr sozusagen einen Comment Executor machen könnt. Einfach da auf den Link klicken, dann seht ihr, wie es funktioniert. Ansonsten halt hier Comment Sender Sender, das kennt ihr ja schon, Comment CMD, dann String CMD Label, String Array Args und Return müssen wir natürlich zu True setzen, ansonsten kriegen wir halt hier Übergabegeschichten. So, jetzt müssen wir natürlich diese Comments auch bedenken. Also der Comment wird halt /world am Ende sein. Wir wollen auch noch so ein bisschen was natürlich hinzufügen. Das heißt, als erstes fragen wir ab if in Klammer args.length gleich 0. Wenn das der Fall ist, dann sollte halt natürlich jetzt eine Mail kommen hier, es gibt keine Argumente, beziehungsweise hier findest du die Hilfeseite. So, dann machen wir uns einmal einen Abfall if in Klammer if args in Ecken Klammer 0 Punkt equals ignore case. Das heißt, also equals ignore case heißt so viel wie halt beachte nicht Groß- und Kleinschreibung. Ne? Also, ja. Also entspricht dem, was hier drin ist, aber beachte keine, beachte keinen Case, also beachte nicht die Groß- und Kleinschreibung. In diesem Fall dann help. Das heißt, wir können dann auch großes help schreiben, kleines help, es ist egal, wir können das auch gemixt mit den Letters schreiben, es geht immer nur darum, dass help ist. Wenn es der Fall ist, senden wir unseren Spieler ein paar Sachen. Hierfür müssen wir dann einmal eben kurz was abfragen, nämlich if in Klammern sender instance of player. So. Dann können wir nämlich hier oben unseren Spieler setzen, nämlich player ist dann gleich jetzt zum Spieler gecastete Sender. Und damit können wir dann auch den Player abfragen. So, jetzt haben wir das. Dann senden wir jetzt player.sendMessage. Und dann gibt es jetzt die Option, Paragraph E machen wir es mal, /worldcreate. Dann haben wir jetzt hier name. Und dann machen wir noch Seed dazu, dann kann man ein bisschen mehr übergeben. Paragraph 7. Hier erstellt eine Welt. Und dann haben wir noch die Übergabe von World TP. Das ist dann sozusagen, dass wir uns zu einer Welt TPen. Und dann übergeben wir den Namen. Und dann teleportiert dich zu einer Welt. Teleportiert dich zu besagter Welt, sagen wir das. So, und damit wird man dann dahin teleportiert. Dann müssen wir jetzt hier einfach abfragen, else if args in Ecken Klammer 0, also unser allererstes Argument in der Array, equals ignore case, also entspricht create.
Nee, wir fangen mit TP an. TP ist einfacher, das ist ein bisschen einfacher jetzt für uns. Wenn das TP entspricht, machen wir halt nichts anderes außer if bucket.getWorld. Und dann den Namen. Das ist dann args in Klammern 1. Nicht gleich null. Args. So. Wenn das halt nicht null ist, dann soll das machen. Hier müssen wir aber nochmal abfragen, ob Argument 1 gesetzt ist. Also if in Klammern args.length gleich 2. 1 wäre, dass das erste Argument gesetzt ist, 2 ist, dass zwei Argumente gesetzt sind. Hier brauchen wir zwei Argumente, also müssen wir nach zwei Argumenten fragen. Wenn das der Fall ist, dann und diese Welt halt nicht null ist, machen wir halt player.teleport und dann Location. Und hier nehmen wir einfach bucket.getWorld. Das ist dann halt args, ich nehme mal 1, also von unserem Argument die Welt. .getSpawnLocation. Und damit kommt er dann zur Spawn Location. So, ich mache jetzt hier die ganzen Sachen, wo jetzt sozusagen Fehlermeldungen kommen, lasse ich jetzt hier einmal groß raus. Das könnt ihr euch selbst einmal hinschreiben, wenn ihr das haben wollt. Dafür wird das Ganze dann jetzt hier ein bisschen kompakter und ist dann auch einfach übersichtlicher im ersten Moment. Das können wir aber später einfach, könnt ihr später einfach hinzufügen. So, jetzt machen wir halt nochmal das Create World. Else if dann entsprechend args in eckigen Klammern 0. 0. Punkt equals ignore case. Und dann nehmen wir hier create. Warum mache ich jetzt immer mit else if? Ganz einfach. Ansonsten könnt ihr jetzt hier unten dann sozusagen else machen und dann könnt ihr hier schreiben, dieser Comment konnte nicht gefunden werden, weil ihr habt ja alle Comments, die es gibt, hier untereinander gelistet. Alles andere wird dann abgefragt. So, bei dem hier möchte ich jetzt auch nach zwei Argumenten prüfen. Das dürfte euch nicht wundern. Ich möchte jetzt nämlich den Seed nur optional machen. Das heißt, ich werde ihn hier jetzt auch mal in Eck in Klammern setzen für optional. Warum optional? Naja, also ich möchte nicht bei jeder Welt immer einen Seed angeben müssen. Das kann er auch gerne selbst machen. Das heißt, ich frage ab, ob die Argumentenlänge 2 ist. Ich frage erstmal ab größer gleich 2. Wenn das der Fall ist, dann mache ich erstmal, erstelle ich mir meinen Kram. Ich brauche das ist einmal World Creator Creator ist gleich New World Creator. Und dann in diesem Fall von args in Eckigen Klammern 1. Also unser erstes Argument ist ja immer der Weltname. Das heißt, den übergeben wir hier in diesem Fall. Damit ist sozusagen unser Weltname übergeben. Und dann machen wir noch if in Klammern args.length größer gleich 3. Also prinzipiell kann es jetzt nicht größer als 3 sein, aber man könnte jetzt zum Beispiel mehr angeben. Die letzten Argumente werden nur nicht übernommen. Aber wenn das halt 3 oder mehr ist, machen wir creator.seed. Und dann seht ihr, hier können wir einen Long übergeben und hier machen wir einfach long.parseLong und dann in diesem Fall unseren String. Und hier parsen wir dann den String args in Ecken Klammern 2, also unser zweites Argument, was übergeben wird. Und das wird als Seed gesetzt. Damit haben wir unseren World Creator erstellt und dann machen wir einfach nur noch bucket.createWorld. Müssen wir den World Creator übergeben, das ist unser Creator. Und damit wird das übergeben und die Welt erstellt. Und dann können wir halt einfach dem Spieler senden, player.send message und dann pfc, die Welt wurde erstellt. Das mache ich mal mit A, so dass das klar ist. Da ihr aber jetzt hier bei dem Create World schon die Welt erstellt wird, könnt ihr davor einfach sagen, die Welt wird nun erstellt mit 7. Die Welt wird nun erstellt, Punkt, Punkt, Punkt. Dann erstellt er hier die Welt und wenn die Welt erstellt wurde, dann kommt hier nochmal eine Nachricht. So, ich mache jetzt alle Error-Nachrichten, lasse ich jetzt hier einmal raus. Wenn ihr die noch hinzufügen wollt, könnt ihr die einfach selbst einmal hinzufügen, aber die prinzipiell die Abfragen sind da. Außer Permissions, das müsst ihr nochmal selbst machen. So, damit haben wir jetzt sozusagen unser Welt-Kommando geschrieben, womit wir erstellen, TPen und halt eine Help haben. Hier haben wir jetzt noch keine Ausgabe, hier machen wir player.sendMessage und dann hier einfach nur paragraph c, bitte nutze /worlds help. So, damit wisst ihr jetzt auch schon, wie unser Kommando heißt. Das müssen wir jetzt nämlich einmal in unser Plugin-Utils ja eintragen, wie ihr das ja schon kennt. Das heißt, wir gehen hier einmal nämlich zu tutorial.m.getComment. worlds.setExecutor new world comment
und müssen einmal die Welt implementieren, müssen importieren. Dann haben wir das Ganze jetzt hier drin. Jetzt müssen wir noch einmal in unser Plugin YML, wie ihr es schon kennt, unseren Comment hinzufügen, nämlich Worlds. Damit ist unser Comment hinzugefügt. Jetzt zu der ganzen Geschichte nochmal. Hier ist auch wichtig nochmal anzumerken, diese Welterstellung funktioniert sozusagen nur jetzt, solange der Server erstellt wird. Die Welt wird jetzt nicht standardmäßig mit Bucket mitgeladen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr halt in diesem Fall bei eurem Start sozusagen alle Welten laden, die ihr schon erstellt habt. In diesem Fall empfiehlt es sich dann, diese Welten mit Seed etc. in der Config zwischenzuspeichern. Ja, ansonsten relativ einfach und simples Ding. Das könnt ihr aber dann halt erweitern. Wenn ihr noch nicht wisst, wie Configs funktionieren, könnt ihr jetzt nochmal oben in Infocard schauen. Da erkläre ich euch das Ganze. Ansonsten sind wir jetzt soweit fertig und sehen uns jetzt dann in-game wieder. So, und nun sind wir auch schon wieder in-game. Jetzt würden wir einfach mal unser Comment testen. Dazu müssen wir einfach slash worlds create, dann unseren Weltnamen, den nennen wir jetzt in diesem Fall Test. Und dann übergebe ich jetzt einen Seed. Ich habe jetzt in diesem Fall mir einen Seed rausgesucht, der sollte ein Village in der Taiga direkt zu Anfang spawnen. Das heißt, wir geben jetzt einen Test. Genau, jetzt geben wir den Seed ein, minus 0268. 48232188749. So, damit erstellen wir unsere Welt. Jetzt steht auch schön im Chat, die Welt wird nun erstellt. Wie ihr seht, es kommt noch kein, die Welt wurde erstellt. Das passiert jetzt im Hintergrund, gerade die Welterstellung. Das dauert einen kleinen Augenblick. Ich sehe jetzt gerade im Server, wir sind jetzt gerade bei 26, 29, 32%. Geht weiter. Und 60, 72, 80, 90 und fertig. So, jetzt seht ihr, die Welt wurde erstellt. Jetzt können wir slash worlds tp eingeben. Das ist ja unser zweites Kommando, was wir geschrieben haben. Und geben einen Test. Das ist unser Welttest. Und ihr voilà, wie ihr seht. Ich gehe jetzt mal in Game. Ach, ich bin ja schon im Game Creative. Genau, jetzt kann ich einfach mal hochfliegen. Und wie ihr seht, wir haben hier ein ein Dorf in der Taiga gespawnt. Und das ist hier einwandfrei gespawnt. Und ja, wie gesagt, also ist genau das passiert, was ich ja vorher gesagt habe. So könnt ihr euch eigene Welten erstellen. Ihr könnt jetzt auch noch eine zweite Welt erstellen. Na, mal ohne den Seed. Dann wird ein automatischer Seed genommen. Den nenne ich jetzt einfach mal Test 2. Dann wird jetzt die Welt erstellt. Müssen wir mal kurz einen kleinen Augenblick warten. In diesem Fall macht das dann jetzt halt ohne Seed. Er sucht sich jetzt hier einen zufälligen Seed aus. Und das sollte auch dann gleich passiert sein oder erstellt sein. So, genau. Und jetzt ist die Welt erstellt. Jetzt können wir einfach Worlds TP Test 2 eingeben. Und voilà, wir sind auf der zweiten Testwelt, die ihr gerade halt mit einem zufälligen Seed erstellt hat. Ja, und so könnt ihr euch nun eure eigenen Welten erstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie ihr den World Creator weiter erweitern könnt, könnt ihr halt einfach im Internet ein bisschen nachschlagen. Einfach mal auf Google World Creator und dann Spygate eingeben. Dann findet ihr die Spygate-Dokumentation. Ansonsten einfach mal schauen, was der Creator doch einfach als Methoden hat. Eigentlich recht selbsterklärend, dann kann man halt auch prinzipiell Custom Generators nutzen, wie jetzt zum Beispiel den Realistic World Generator, den ich entwickelt habe. Den kann man dann damit laden. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like doch da und ansonsten, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.